Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatons. Heute packen wir Tales of Vesperia in der Premium Edition für die PlayStation 4 aus. Vorher möchte ich euch aber gerne nochmal das Xbox 360 Original vorstellen. Das ist ja, glaube ich, 2008 erschienen. Ich habe es mir, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren erst gekauft und fand es richtig gut. In meinen Augen ist es eines der besten Tales-Spiele und sieht heute noch wunderschön aus. Also wenn ihr nur eine Xbox 360 habt, könnt ihr euch das Spiel ohne Bedenken kaufen. Sieht richtig schön aus. In Japan gab es ja später noch eine PlayStation 3 Fassung. Und ich glaube, die beinhaltet diese Premium Edition. Da gab es einen neuen Charakter dazu, glaube ich. Und Story-Abschnitt. Ja, so sieht das Ganze aus. Auf der Xbox 360 gab es hier einige japanische Rollenspiele, was gar nicht so viele wissen. Aber es gibt sie. Blue Dragon, Nier, Lost Odyssey, um ein paar zu erwähnen. Und ja, nicht alle waren exklusiv für die Xbox 360. Es gab auch viele, die auch für die PS3 erschienen sind, wie Star Ocean oder Internet Sonata oder wie das hieß, oder Nier auch. Aber wie gesagt, auf der Xbox 360 gibt es auch einige japanische Rollenspiele. Und ja, hier haben wir dann die Premium Edition. Ich klicke das jetzt mal auf Seite. Entschuldige mich für die Lichtverhältnisse. Draußen ist es düster und es regnet. Es kann sein, dass ihr zwischendurch Regen hört. Und hoffe, es geht so in Ordnung. Kommt in einer schicken Box, ist ab 12 Jahren freigegeben wie das Original. Hat mich 69,95 glaube ich gekostet. Wo geht es hier hin auf? Ach, das ist ein Schuber. Sehr schön. Dann sieht das so aus. Dann haben wir die Rückseite. Wie öffne ich das jetzt hier oben? Na. Der Kasten ist jetzt nicht so stabil. So, da haben wir den Schuber, dann lege ich das mal auf Seite. Übrigens, was ist da alles bei? Hier Soundtracks, ein Steelbook, Pins und Sticker und Karten, glaube ich. Sprachen sind übrigens Audios Englisch, Japanisch und Untertitel sind Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, falls ihr euch eine andere Version holt. Dann haben wir hier das Spiel in der normalen Fassung. Was ich immer begrüße, dass beides dabei ist. Standardfassung und das Steelcase oder Steelbook. Das mag ich persönlich lieber. Wie seht ihr das? Macht leider nicht jeder Publisher. Gucken wir mal rein. Okay, da hat die DVD, ach die DVD, die Blu-ray noch mal ein anderes Coverbild bekommen. Finde ich auch sehr schick. Dann haben wir hier Punkte. Oh, die hätte ich ja gerne. Die kann man sich im Store kaufen. Sehr schön. Dann haben wir hier, wo haben wir dann hier die anderen Sachen? Das Steelbook, Steelcase. Ihr seht das Gerissel, es tut mir leid, aber die Lichtverhältnisse sind halt hier nicht so dolle. Aber sieht schick aus. Dann haben wir hier wohl die Soundtracks drin. Oh ja, auch sehr schön gestaltet. Auf jeder Disc ist ein Charakter drauf. Ja, ja doch. So. Dann das Artbook. Hier so rum. Ich hoffe, ich kann euch alles zeigen. Ja, das ist das Blöde mit dem Wetter. Regen oder mal Schneeregen. In Bayern gibt es ja sehr viel Schnee. Hier bei uns in NRW gibt es meistens nur Schneeregen. Ja, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ist auch nur ein kleines Artbook, aber hey, für ein Remake oder ein HD Remaster ist das doch eine ganz nette Edition. Wie gesagt, die hat nicht so viel gekostet. Und ich als Tales-Fan wollte die unbedingt in meiner Sammlung haben. Gefällt mir richtig gut. Und ja, will ich auf jeden Fall nochmal spielen. Wenn ich es dann spielen werde, weiß ich nicht. Es gibt das Spiel und diese Edition auch für die Xbox One und auch für die Switch. Kann euch aber leider nicht sagen, wie da die Unterschiede sind optisch. Ich denke mal, PS4 und Xbox One werden auf einem Level sein, Switch etwas vielleicht etwas schlechter oder auch vielleicht nicht, weil die Switch hat ja ein bisschen mehr Power als die Xbox 360 und PS3. Das hat ja auch schon die Wii U und ich glaube, die Switch hat ein bisschen noch mehr Power als die Wii U, also hat sie doch ein starkes Stück mehr Power. Kann sein, dass alle Versionen gleich sind. Und dann haben wir hier die Sticker. Aber egal für welches Team ihr euch das Spiel kauft, damit macht er nichts falsch. Ich finde es vom Charakter, von den Charakteren toll und auch von der Story. So, dann haben wir hier noch so einen, ja ich sag mal, so einen kleinen Umschlag. Hier. Wo dann die Pins drin sind.
Und die Karten, aber die lasse ich zu, weil die möchte ich jetzt nicht öffnen und die werde ich wahrscheinlich nie öffnen. Vielleicht mal bei 90 wenn ich es mir überlege, aber die lasse ich jetzt erstmal zu. Wenn euch die Karten interessieren, die findet ihr auch bestimmt auf Google. Aber wenn ihr sie sehen wollt, sagt mir Bescheid, dann mache ich es dann nochmal in einem 90-Gang-Video. Das bekommt ihr für euer Geld. Wie gesagt, Toppreis 90,95. Schöne Edition, schönes Spiel. Könnt ihr euch bedenkenlos kaufen. Ich bin jetzt weg und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Ciao.